So, was machst du da gerade? Hier gibt es durchaus Höhlen, aber sei vorsichtig, die könnten Dinge enthalten, die du nicht sehen möchtest. Nö, da ist keine Höhle drin, hat so ausgesehen. So, Digi. Jetzt einmal, Strahlt nicht. Was ist schön das hier scheiße. oben? Was ist das hier oben? Honk, ich bin tot! Genau. Das könnte auch jetzt gerade passieren. Aber heute bin ich derjenige gewesen, der gesagt hat: Horsti, ich bin tot. Kalkstein rein. Hey, cool. Ja, Kalkstein, da bin ich immer irgendwie nicht so froh drüber, über die Vorkommen. Guck dir mal an, was für schöne Kristalle hier rauskommen. Hast du das schon gesehen? Ah, ist aber super. Na, nö, noch nicht. Ich schaue mir das gleich an. Da war nur ein reines Kalkstein. Habe ich abgebaut. Ich glaube, Okay. ich muss mal dein Auto durch die Gegend fahren. Weg von den Bienen. Ja, genau, mach das. Der Honk fährt mein Auto. Jupp. So, dann haben wir noch den da. Mit dem machen wir genau das Gleiche. Holz, na bitte. Ich brauche Holz. Jetzt vorerst noch. Also wir brauchen eh bald kein Holz mehr. Die Biomasse kann man immer noch wunderbar fürs Autofahren gebrauchen. Also Stimmt eigentlich. den festen Biotreibstoff. Da brauchst du ja keine Kohle rein zu pflegen. Nö, das ist blöd. Boah, da kriege ich Ja. Holz drin. Ich sammle gerade Holz. Super. Also mir So. gefällt es da gut. Also wir haben heute schon zwei Alphas erledigt. Wahnsinn, oder? Jo. So, und jetzt möchte ich gerne hier eigentlich wieder ein Container-Terminal hinbauen. Ich hoffe, ich krieg das. Leute, schaut euch das an. Schaut das Was schön aus. guckst? Was sagst du? Na, das Quatsch schaut so schön aus. Ja, das ist. Ich finde, das ist hübsch, ja. Ja, das ist durchaus hübsch. So, ich sollte mich heilen. Nur nebenbei so mal. Ja, Alter, nee, ne? Jetzt habe ich das wieder falsch rumgebaut. Okay, alles klar. Was? Also Was war? der untere Container muss den Ausgang nach hinten haben. Gut, machen wir das so. Für was brauchst du diesen Ding, diese Abzweigung hier? Also diesen Ja, damit das auf zwei verteilt werden kann. Siehst du das nicht, wie das konfiguriert ist, wie das geschaltet ist? Ja, jetzt habe ich es gesehen. Ich habe es vorher nicht gesehen. Ja, klar. So, und jetzt machen wir hier einen schönen. Ha, genial. Ach, das muss ich alles fusionieren. Oh ja, jetzt wird's schön. Ja, das ist jetzt alles nicht so 100%, wie ich es mir wünschen würde, aber da du jetzt bald Feierabend machen willst, sehe ich auch irgendwie Ja. nicht, dass ich jetzt hier noch lange große Dinge mache. Ja, na dann Ihnen. 20 Minuten ist vorbei. Ja. 20 Minuten ist es vorbei. Vorbei. Vorbei, 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 vorbei. Weiter. Ja. Ja, vorbei, vorbei. So. Cool. So. Wollen wir doch mal sehen, ob ich das jetzt so einfach mal eben gebaut kriege. Wenn ich das jetzt so einfach gebaut kriege. Ne, da war jetzt eine Sache blöd. Das ist kompletter Wildwuchs, was ich hier baue. Oh. Ja, aber solange seinen Zweck erfüllt ist, ist es egal, Ja. ne? Aber sowas Also von. heute hat es wirklich Spaß gemacht. Hoch 100, echt, ich schwör's dir. So viel Ja. Spannung drin gehabt. Es ist ein Wahnsinn. Ja, also eben unser Dschungelrun, das war schon einigermaßen geil. Und weißt und wenn du wüsstest, was uns noch alles erwartet in der Richtung. Alter Schwede. Gibt noch so viel Cool. zu tun in der Richtung. So. Ich muss mal sehen, dass ich hier vorne noch einen Fusionator hinkriege. So, der Honk macht jetzt und ich werde jetzt auch was machen. Ich traue mich zwar nicht weit weggehen, aber ich werde auf jeden Fall jetzt einmal schauen, was ich hier looten kann. Was? Gibt's auch irgendwelche Wasserviecher? Noch nicht. Wasser rein. Hm?
Was? Wasser rein? Kann ich aber nicht abbauen. Wasser rein? Steht da Wasser rein? Verstehe ich nicht. Ja. Das ist komisch. Ein reines Wasservorkommen ist hier. Ja, normaler. Ach so, du meinst wahrscheinlich ein See oder so, oder was? Nö, das ist ein Stein, da steht oben Wasser rein. Das reimt sich. Das ist ein Stein, da steht vorne. Oh mein Gott. Wirklich? So. Aber ist da wahrscheinlich. Kann man nicht abbauen, kann man nichts machen. Ja, dann ist das wahrscheinlich ein Bug. Da, wenn ich hier drauf gehe, steht Wasser rein. So, schauen wir mal. Abgepflückt. Ah, hier. Super. Ach so, das kann ja noch gar nicht. Stimmt ja. Hier ist ja noch gar kein Strom dran. Alter Schwede. Nicht festbacken, weißt du. So, Stromleitung. Stromleitung. So. Was ist das hier? Mal sehen, ob ich den ganzen Kram mit einem Kraftwerk betreiben kann. Was meinst du? Kann ich 4 Konstruktoren und 2 Bohrer mit einem Biomassebrenner betreiben? Was meinst du? Nö. Dann wollen wir mal sehen. Dann wollen wir doch mal sehen, ob du richtig liegst oder nicht. Das sagt dir gleich das Licht. 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei. Okay. Kennst du noch die alte Kindersendung mit Michael Schanze? 1, 2 oder 3? Ja, sicher, Leute. Alter. Sicher. Ja, das... Letzte Chance. Vorbei. Wenn ihr wirklich richtig steht, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Super. So, also noch läuft's. Hälfte der Konstruktoren ist am Start. Cool, schaut euch das an, Leute. Ja, looten habe ich jetzt nicht können. Das ist die Frage. Die Frage. Fahren da Kisten hoch. Es fahren Kisten hoch. Wenn ich jetzt noch das Förderband da oben dran kriege, dann bin ich sowas von stolz. So Leute, und der Horsti wäre kein Horsti, wenn er nicht horstig wäre und jetzt einen Kampf machen würde. Was? Ja. So, nö, das ist... Das ist doch totaler Quatsch. So. Also nochmal. Horsti macht Kampf? Ja, ich habe gerade einen Spucker entdeckt und den will ich vernichten. So. Krieg ich dir da jetzt das rum? Ich glaube es nicht. Nee, dann muss ich das Ganze... Also, das muss nach da raus. Okay. Ja, Leute, sorry, wenn es jetzt gerade mal wieder nicht so, ne, versteht ihr? Denn manchmal muss man halt auch Dinge tun, die nicht so, ne? So. Alter. Rossi ist ruhig, denn er kämpft. Da kämpfe ich. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, es wird, kommt jetzt immer ganz wild hier in das Silo. Aha, okay. Jetzt bin ich aber mal gespannt, kriege ich dieses Förderband da so. Ich habe das jetzt extra lang gemacht, damit es auf keinen Fall... Ah, es hat die richtige Form, sehr, sehr schön. Und ab jetzt produzieren wir doch tatsächlich, haltet euch fest, Kristalle. Oh, was? Da hinten ist ja noch ein Rohstoffvorkommen. Was ist das? Bauxit rein. Oh, nicht schlecht. Bauxit weiß ich eigentlich gar nicht, wofür das gut ist.
So weit bin ich im Technikbaum niemals gekommen. Horsti, wir haben eine funktionierende Kristall-Dings-Verarbeitung. Nicht schön, aber mein. Ach, so. Kampf gewonnen. Gegen was? Gegen Feuerspucker. Ganz normal, also kein Alpha? Nö, ganz normal. Okay. Ach so, das geht ja gar nicht. Ich muss das ja noch... Na. Ja, dann komm. Alter Schwede. Heute ist ein krasser Tag. Ja. Heute ist ein fucking krasser Tag. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. So. Nee, da, so rum geht das nicht. Ich muss also hier unten dran bauen. Und dann das so. Okay, das. Da fahren sie unsere Kristalle. Es ist unglaublich. Ja. Sammel so wieder Bärennüsse. Und wir werden all den Spöttern und Miesmachern zum Trotz oder besser gesagt komplett entgegen es schaffen, ein Wahnsinns-Let's Play von Satisfactory auf die Reihe zu kriegen. Ich hatte dir ja gesagt, es gab zumindest eine Person, die mir gesagt hat, was mit Horst die Satisfactory, das wird doch nie was. Und ja. Nun schau, du Vogel, schau es dir an und schäm dich. Genau. So. Das ist gar nicht mal so ein unnetter Vogel, weißt du? Das ist gar nicht mal ein schlechter Mensch, der das gesagt hat. Hast du das hier gesehen? Guck dir das an. Horsties der Welt, schaut auf diesen Scheiß. Hier, siehst du das? Wahnsinn. Das sind zwei, hier unten zwei Kristallquellen, ne? Zwei Kristallquellen, die werden hier zusammengefasst und dann im Endeffekt verteilt auf diese vier Konstruktoren, die diese Kristalle in Kisten abpacken. Also in geschliffene Kristallform bringen. Und das geht dann hier rüber und wird dann mit dem Aufzug da oben ins Silo reingefüttert. Und hier haben wir wieder die typische Silo-Konstruktion. Die solltest du dir übrigens merken. Oben rein, dann so, dann so, dann so. Also wie so eine Schlange bis nach unten durch. Immer mit den Aufzügen. Das hier sind Förderbandaufzüge. Ja. Ja, ja. Und cool. Damit kann man richtig Spaß haben. Und wie viel haben wir schon? Oh, 87 Kisten Kristalle schon. Das brauchen wir für unsere MAM-Forschung. Und wenn wir hier dann noch hier die MK2 und MK3 Förderbänder dran haben, ich sag dir eins, dann geht das hier richtig ab. So, es ist Nacht. Was machen wir jetzt? Schlafen. Ja, wäre geil, wenn wir das Bettchen aufstellen könnten und schlafen könnten. Ja. Aber jetzt so bei Nacht durch den Wald fahren, das ist irgendwie nicht so klasse, ne? Nö. wollen wir es riskieren? Ja, machen wir. Kann man das Licht aufdrehen beim Auto? Nein, leider nicht. Was? So, folgt mir. Ich fahre uns zurück. Weißt du was? Wir fahren zur Hauptbasis rüber und machen Feierabend. Was meinst du? Ja, genau. Okay. Passt eh. Ja, es macht so Spaß, ne? Oh, du wirst dich so freuen, wenn du den Buggy kriegst. Cool. Jetzt hier bei Nacht durch den Dschungel fahren, ist echt der Hammer. Schon, ja. Wollen wir doch mal sehen, ob ich uns nach Hause bringe. Ja, ich muss mich eigentlich nur dran erinnern. Vorsichtig, hier geht's jetzt hart runter. Oha! Ich habe mich verfahren. Aber egal, wir fahren hier mitten durch. So. Bist noch da? Ja. Alles klar. Einfach rollen lassen, das funktioniert schon. Wow, fuck. Alter. So, jetzt hoffe ich finde den richtigen Durchfahrtweg. Aus dem Weg, Opel-Fritze, sonst bist du tot. War das hier hoch?
Oh, hier ist noch Kohle. Ach nee, ach. Wo sind wir denn hier? Du bist zu so schnell. Ach so, wir sind wieder am Strand. Wir sind wieder am Strand. Oder? Ja. Opel Fritze, ich fahr dich hoch. Hui. So. Ne, wir sind ein bisschen zu sehr in die falsche Richtung gefahren. Ja. Bist du noch da? Komm mit. Ja. Ich fahr uns nach Hause. Ja, müsste irgendwo hier in der Ecke sein. Oh, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht total verfahren. Wow! Diggi, ja, hier müssen wir durch. Glaube ich. Wow, ist ein Blau. Cool. So, die Sonne geht, glaube ich, auf. Ja, hier sind wir auf dem richtigen Weg, genau. Jetzt fahren wir gleich durch die Wasserfurt durch und dann... Hui! Das macht so viel Spaß. Ich kann es nicht sein lassen. Ah. Urleibernd, das sag ich dir. Urleibernd, ja. So, hier ist auch noch einiges zu holen. Aber hier ist der Alpha-Spucker und ich habe jetzt keinen Bock, noch einen Alpha-Spucker zu verprügeln. Dazu bin ich jetzt nicht mehr reaktiv genug. Nö, ich auch nicht. Wir haben heute auch wirklich unsere Pflicht und Schuldigkeit getan, mein Guter. Also. Wow, yeah! Das hat mir immer so viel Spaß gemacht, hier ins Tal zu fahren. Holla! So, wir sind gleich zu Hause. Oh, der dicke Mond da hinten. Guck mal. Hallo, Horstis Fabrik. Ha. Hallo, Opel Fritze. So, ich fahre mein Auto hoch zu mir. Du kannst dein Auto hier unten bei deiner Fabrik lassen. Du baust dir am besten eine Garage. Das kannst du tatsächlich machen. Also mit Wänden und mit Platten. So, ich fahre das mal hier unten hin. Und diesmal bleibst du. Bleib, Auto, bleib. So. Soda. Wir sind wieder zu Hause, mein Guter. Wir sind wieder zu Hause. Mhm. Wollen wir uns im Hub oben treffen zur Verabschiedung? Ja, machen wir. Zum Mission Briefing. Wir treffen uns oben auf dem Dach vom Hub. Da ist ja eine Leiter an der Seite. Deine von Heider. So. Ja, das läuft. Unsere Fabriken laufen. Ach ja, ich wollte ja noch mal gucken. Ich wollte noch eine Sache gucken. Auf jeden Fall. Kleinen Augenblick. Ich bin gleich da. So. Ich wollte mal gucken, wie viele verstärkte Eisenplatten inzwischen hier aufgelaufen sind. Oder ob hier überhaupt welche aufgelaufen sind. 99 Stück. Nicht schlecht. Aber es kommen keine mehr. Was ist hier los? Moment. So, meine Lieben. Ja, magst du dich verabschieden oder was? Ja, dann lassen wir es für heute. Untätig, warum? Ich war lustig, war spannend, alles dabei gewesen. Echt ja, auf jeden Hammer. Fall. Ja, urleibernd. Und war wirklich urleibernd. Meine Lieben. Ist einiges weitergegangen heute, oder? Ja. Sicherung durchgebrannt. Ja, ich muss noch mal hier oben noch mal Biomasse reinwerfen. Das brauchen wir bald nicht mehr. Halleluja, wir haben bald Kohle, Digga. Ja. Oh, das wird so geil, wenn wir erstmal Kohle haben und
Ja, spielt der Geothermalenergie. Später zapfen wir die warme Erde an und machen daraus noch Strom und aus Öl und was nicht alles. Ja, und da können wir auch Plastik dann draus bauen. Plastik brauchen wir für die Gummigeschosse, die wir für unsere Knarre. Es gibt hier nämlich auch ein schönes Gewehr. Cool. Ja, das wird richtig gut. Tatsächlich, die Fabrik hier hat 99 verstärkte Platten geschafft, während wir weg waren. Das ist schon mal gar nicht schlecht. So, ich werde mal hier. Ja, so langsam wird alles automatisiert und wir sind zwar Chaoten, aber wir sind gute Chaoten. Effiziente Chaoten. So. Ich fütter noch mal die Biomasse unten in die Biomassefabrik, das hätte ich gleich machen können. Ich komme dann gleich hoch zum Hub. Zur Verabschiedung. Dann machen wir die große Verabschiedung. Ich nehme mir hier noch auf. Du hast dich jetzt schon von. Du hast jetzt schon abgeschaltet oder wie? Nö. Ja, nur, hallo. Ich bin noch da. Nee, ich meine, hast du Aufnahme noch an? Ja. Ja, hallo Freunde vom Horsti, ihr ganzen Ösis. Ich finde euch echt leiwand wegen eurer Sprach. Urleiwand. Das wird ja jetzt so lustig. Das wird ja jetzt so lustig, wenn der Dings, wenn der Kittenkurmler als Dings als Bayer dabei ist. Ja. Ihr habt ja nun sprachliche Ähnlichkeiten, ne? Ja, und voll. Dann der Kevin als Sachse. Das wird sowas von lustig. Ja. So, wo bist du? Da. Ah, da. Ich sehe dich schon. Da, in die Wohnung so, rein. Pass auf. Nee, komm hier oben aufs Dach. Ah, ja, genau. Achso, da drüben. Die Leiter hoch. Die Leiter. Dann kannst du nämlich mal sehen, was wir hier für ein Chaos angerichtet haben. Boah. Digga, schau dir mal meine Fabrik an da drüben, ne? Boah, Fett. Ah, das sieht hier alles so industriell aus. Aber wir müssen noch mehr machen. Hosti. Möglichst bald wieder. Ja. Ja. Wir hüpfen zum Schluss. Warte mal. Ich habe nur eins zu sagen zu deiner Performance heute. Habe ich dich gehauen? Aus Versehen? Hä? Ja. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur klatschen. Wo bist du denn jetzt? Nee, also ich wollte dich jetzt wirklich nicht hauen. Irgendwie ist mir beim Klatschen der Sepper ausgerutscht. Sepper. Ich wollte eigentlich das hier machen. Horsti, ich sage zu deiner heutigen Performance, sage ich einfach nur dieses hier. Ja, warte mal. Und nochmal. Mit Tee. Ja, danke und dir ebenfalls. Okay, das war lustig. Quickest draw in the Galactic Quadrant. Hui. Gut, ich würde mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Eine Session war wirklich mega genial. Es war richtig cool, spannend, langweilig, spannend, alles war alles dabei. Effizient, ja. Verpeilt, schrecklich, teilweise schrecklich. Panisch. Wir haben uns gut geschlagen, wir waren ein chaotisches Duo wieder mal, aber effizient, wie der Honk sagt. Dann sage ich mal Dankeschön, das war diese Sitzung und wir sehen uns dann in der nächsten Sitzung und auch nächsten Folge wieder. Ich sage Dankeschön an meine Zuschauer, Dankeschön an den Hock, seinen Zuschauer. Game over und ciao! Dem ist nichts hinzuzufügen, ich sage genau das gleiche. Ciao und Servus!